So. Quest abgeschlossen. Stärker werden. 1500 EP, das ist nichts irgendwie. Aber es sind alle Gegner wieder respawned. Ja, aber ich kann ja immer noch nichts abbauen. Schaufel? Eine Schaufel. Was mit dem Samensack da? Auch so einen Samensack gemacht. So einen hier. Ein Samen einpflanzen. Samensort wählen. Ja, und wo habe ich den Samenbeutel jetzt? Wohin jetzt? Ja, gute Frage. Wie komme ich auf den Samenbeutel? Jo, der frickt sich genauso wie ich. Ich buddel einfach Löcher. So. Oder habe ich einfach noch keinen Samen? Hm. Geh nochmal ins Lager, bevor ich irgendwelche Zombies wegkloppe gerade. Und wir gehen mal schlafen. 6 Stunden. So, ich hab schon. Ich kann nur alle 10 Stunden schlafen. Ja, okay, dann kloppen wir Zombies weg. Bam. Kloppen wir ein paar Zombies weg. Bisschen Zombie-Geschnetzeltes. Und ich will noch mal daher schauen tatsächlich. Weil das kann ja auch irgendwas. So. 3 Verwendungen am Wurfmesser. Osttor öffnen? Das Tor ist versiegelt, bis die Bedrohung in der Nähe besiegt ist, okay? Westtor. Bis die Bedrohung in der Nähe beseitigt ist. Aha. Ja, aber die respawnen ja. Wie soll ich denn jetzt hier ein paar Levels dann kriegen, weil so langsam... Habe ich jedes Häuschen durchgeguckt? Oder respawnt auch Zeug im Haus? Nö. Das ist immer noch leer. Kann doch nicht die ganze Zeit hier Zombie-Schnetzeln gehen, nur. Bis wieder ein paar respawnt sind. So. Oder meinte er einfach nur die Bedrohung hier? Ach, das kann ich auch irgendwann abbauen, okay? Aber Alter, sind da viele Zombies. Wie soll ich die dann wegkriegen? Na, wir probieren es mal. Was? Das klang gerade wie ein Schwert oder sowas. Wie soll ich denn die alle wegbekommen? Okay, weil dann geht das nämlich in die Karte hier rüber. Oder in die, ich weiß es nicht. Ich glaube eher in die hier. In die große hier oben. Hier ist wieder so ein Verbindungsturm. So wie es ausschaut, denke ich, komme ich hier rauf. Hier nochmal eine Unterteilung ist. Schauen wir mal, machen wir mal die Tür auf. Wird schon klappen.
Das war jetzt das Westtor. Weil wir sind noch nicht stark genug, um irgendwie... Ich glaube nicht, dass wir den Dicken schaffen. Deswegen schauen wir einfach mal. So. Vielleicht zählt das schon als Bedrohung erledigt. Ich weiß es nicht. Ups. Westtor öffnen. Bis die Bedrohungen in der Nähe beseitigt sind. Okay. Wie? Also jetzt wirklich, wie? Und mal gucken, wie viel EP so ein Zombie ist. Ja, die 100 EP ist halt nicht viel. Ich kann doch jetzt nicht die halbe Map umgraben. Dass ich was finde. Was haben wir denn da? Metall. Okay. Das machen wir nicht. Schleichen uns an den hier ran. Hauen den um. Hauen den um. Der hat mich getroffen. Der hat mich sogar gut getroffen einmal. Was mache ich denn? Ich habe gehört, wir hauen jetzt einfach mal einen Zaun ab, weil das bringt fast so viel EP wie ein Zombie umzuschnetzeln. Zäune wegzukloppen. Plus zusätzlich die Rohstoffe, der noch eingelagert wird. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Also wirklich gut, du hast die Mainquest, aber Werkzeugsatz für Verbindungstürme. Da muss ich auf Level 7 kommen für. Wir sind Level 5. Ich kann nichts mehr abreißen. Oder sonst irgendwas. Ich gebe auch keine Keramik mehr oder sowas. Deswegen. Keine Ahnung, was ich machen soll gerade. Ich hänge hier so halb fest. Deswegen. Ja. Zombies wegschnetzeln bringt fast so viel wie einen Zaun wegzukloppen. Und die Zäune wehren sich nicht. So, 65 Erfahrungspunkte plus wir passen mal auf, wie viele Erfahrungspunkte wir kriegen, wenn ich das einlage. Warte mal. 65 und einlagern. 2. Also 67 Erfahrungspunkte. Ich klopp Zäune weg. Ich hab keine Ahnung, ob ich Level 7 werden soll. Ich hab auch kein... Ich weiß, was wir machen. Wir probieren es einfach. Aber ich habe die Befürchtung, der respawnt. Weil ich soll hier rüber. Und das ist auch der Rand der Karte. So, ich kloppe jetzt hier den Zaun hier noch den länglichen da weg. Ich lager mal schnell den Stuff ein. Und dann gucken wir. So. Ob mir den Dicken wegkriegen. Auch wenn wir jetzt gerade nicht Full Life sind, wir können ja mal schauen, wie er so sich ein bisschen verhält im Kampf. Ihn mal ein bisschen antesten, den Dicken.
Und dann schauen wir. Vielleicht kriegen wir es, vielleicht nicht. Meine Messer will ich jetzt nicht unbedingt opfern dafür. Achtung, gleich gibt es dramatische Musik, nicht erschrecken. Klappen. Ich dachte schon, ich sei tot. Tatsächlich? Könnte klappen. So, der erste Hit, den wir ihm drauf geben, muss nur so richtig ordentlich sitzen. Der muss nur so richtig, richtig ordentlich sitzen. Weil der guckt ja erstmal weg. Dann könnte es klappen. Hat geklappt. Wir haben den Dicken weggekloppt. Blauer Augapfel. Voll mit Energie. Aha. Ach, und jetzt kann ich am Verbindungstor aufmachen. Der hat mich nicht mal getroffen einmal. Nice. Aber ich habe auch keine Wurfmesser mehr. Die habe ich nämlich auch mal reingepiekst. Zwischenzeitlich. Aber gut. Ich gehe trotzdem mal kurz zum Lagerfeuer. Vor allem den blauen Augapfel will ich hier, will ich mal abgeben. Oder einlagern. Legendärer Sammler. Ah. Weil die Zombies hier sind ja hauptsächlich kein Problem mehr für uns. Aber wir haben ja auch gefühlt alle Ressourcen schon mitgenommen, die es gibt. Deswegen gehen wir mal rüber. Ich renne mal ein bisschen. Und schauen wir mal. Achso, ich muss jetzt zum Verbindungstor. Ich Idiot. Verbindungsturm, ich renne hier voll davor, da weg. So. Finde den Werkzeugsatz für Verbindungstürme, um diese Option freizuschalten. Sender haben verschiedene ihren Monster können damit permanent getötet werden, sodass sie nicht mehr neu erscheinen. Ah, guck mal. Osttor öffnen. Ich kann ja später nochmal herkommen. Ach so, jetzt kann ich zur Evakuierungszone. Wie? Ja, wir werden hier hundertprozentig hier nicht evakuiert werden können. Glaub's mir. Ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt schon vorbei ist. Oh Gott. Bin ich jetzt erschrocken. Der lüftet da wirklich rum. Das war, okay, wir haben das Tutorial schon mal erfolgreich gemeistert, glaube ich. Aber das ist cool.
Oder wir haben es schon durch, das Spiel. Wir sind ja in der Evokierungszone. Eieiei. Das... Jetzt hat. Ich würde es gerne überspringen. Danke. Weil das ist Musik. Das kann schlecht sein. Jetzt, wo bin ich denn jetzt da? Und vor allem, was kann ich hier machen? Hä, da hinten kommt, die konnte ich doch gar nicht rumlaufen. Achso. Muss den Weg durchkloppen, oder wie? Hm. Ah ja? Wolf! Okay, neue Gegner. Wölfe. Ex-Wolf. Okay, nee. Der hätte mich fast gekillt. Dieser Ex-Wolf. Junge, hat der Damage gemacht. Sind wir hier auf einer Kreuzung? Also einmal ist das ein riesiges Gebiet. Also wirklich ein riesiges Gebiet. Aber in die Richtung geht's weiter. Das soll die Evakuierungszone sein. Was ist hier effektiv? Ein Lagerfeuer. Erkunde die Evakuierungszone. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier nichts mehr evakuiert wurde? Oder schon alles tot ist? Was evakuiert werden sollte. Als ob ich es gesagt hätte. War das da hinten noch das Tutorial anscheinend? Ich habe gedacht, wir sind schon voll im Spiel. So, ich brauch wieder Ressourcen. Das Spielchen geht weiter. Aber ich denke, das ist trotzdem gut, dass wir da hinten alles, so gut wie alles mitgenommen haben. Weil, also einmal sollte ich trotzdem hier mal kurz ans Lagerfeuer, weil ich echt ein bisschen abgekriegt hatte gerade eben. Weil ich möchte meine Ressourcen nicht verlieren. Weil es hier jetzt wieder neue gibt. Und ich schlaf mal. Noch nicht gleich, aber ich werde langsam müde, okay. Ja, vielleicht können wir unsere Brechstange noch ein bisschen upgraden. Das wäre nicht ganz nice. Blockiert. Muss ich irgendwie auf der anderen Seite durch. Hier gibt es auch kein Loch im Zaun, deswegen haue ich das gerade so schön weg. Aha. Okay. Außer Blätter haben wir noch nichts. So, mal rein damit. Ah. Oh, guck mal. Da sind gleich ein paar mehr. Ich schau, dass ich den erstmal kriege mit einem schönen, dicken, fetten Hieb. Bam. So. Inspizieren. Oh. So. Hier einen, der die ganze Zeit im Kreis läuft.
So, erstmal den weg. So, dann haben wir die zwei auch weg. Können wir das Auto hier mal anschauen. So. Immer noch keine Keramik. Da kommen wir nicht ran, weil blockiert. Natürlich. Ist völlig abgeriegelt worden, ja. Vielleicht gibt es einen Weg, das Tor zu umgehen. Bestimmt, wenn du das sagst. Bestimmt. Könnte der richtige Weg sein. Durch die Stadt, wo mir gerade ein paar zu viele Zombies rumlaufen auf einmal. Komm, wir ziehen mal so nach und nach die Zombies raus. Oh, der hat mich gehittet. Oh. Da der nächste. Wirklich, ich weich doch echt gut aus. Trotzdem werde ich getroffen. Zumindest denke ich, dass ich gut ausweiche. Der soll mich sehen. Oder auch nicht, dann machen wir es so. Also es schaut so aus, als ob es hier Keramik gibt. Stufe 6. Erstmal wieder alles schön mitnehmen. Ich fühle mich älter und weiser. Kunststoff haben wir auch. Das können wir nochmal mitnehmen. Ich komme eh gleich nochmal her. Das heißt, die Brechstange können wir jetzt auch upgraden. Wenn ich mich jetzt schlafen lege, dann ist das blöd. Weil hier echt gleich ein paar waren. Also schauen wir uns das mal so gut ausreizen, wie es nur geht. Schauen wir, dass wir es ausreizen, so wie es geht. Gut, wir bräuchten noch Reifen für die Brechstange. Das bringt uns das alles gerade eigentlich wenig. Wenn wir schon mal ein Haus wieder haben. Alles kaputt machen. So. Und mitnehmen. Guck mal, da ist auch eine Tür. Dann lohnt sich hier zumindest wirklich, kannst du sagen. Dann später hier das, ey, was da alles ist. Gleich leer sein. So. Platz habe ich schon wieder keinen mehr im Inventar. Blockiert. Ich muss durch die Küche. Ja. Einmal zum Lagerfeuer. Rein damit. Vielleicht schaffen wir noch Stufe 7, bevor wir uns ausruhen müssen, weil der Verbindungsturm wäre nice, wenn wir den noch hätten. So, Türen wieder zumachen. Vergesse ich immer, warum da ist noch was? Nee. Türen zumachen. So.
die Wände kaputt. So. Machen wir das Scheißhaus hinüber. Braucht kein Mensch. Ja. Keramik, nice. Keramik brauchen wir. Aber noch nicht so viel. Wenn wir die Brechstange machen, haben wir gleich gar keine mehr wieder. So. Vor allem, es bringt echt Erfahrungspunkte. Ja. Ab in die Küche. Kurz machen, was geht. Zack. Oh, eine Tomate. Und eine Karotte. Ganz schnell zurück, weil mit der Tomate können wir kochen. Wir haben ja zwei Tomaten. Vielleicht kriegen wir nochmal Erfahrungspunkte oben drauf. Oder halt nochmal das Zeug drauf. Gucken wir mal. Also nochmal 5 HP. Kochen und essen. Ah, ach, jetzt regenerieren wir nur. Zweimal gegessen. Okay, das ist sogar gut. Ich hab geklappt. Ich hab gedacht, das klappt nochmal. Gathering points for the evacuation have been established. Please move to your designated area. Take only what you need. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. So. Ich muss aber dran denken, immer die Türen wieder zuzumachen. Sonst, können schlimme Dinge passieren. Wenn die respawnen. Weil wir müssen zum Schluss einmal ins Feuer. Dann macht es erst Sinn, wirklich dauerhaft wegzukloppen. Dann wird es auch immer ruhiger. Hoffe ich mal. Aber wir müssen eh erstmal zum Verbindungsturm, der irgendwo hier ist. Das ist irgendwas Größeres und ich weiß nicht, ob ich dahin will. Guck mal hier, das Viech an. So, der Verbindungsturm ist da. Und hier konnte ich ja gerade nach hinten. Vielleicht klappt das schon. Dass ich da dann hinkomme. Schauen wir mal. So, alles abgelegt. Ein paar Erfahrungspunkte. Ich gehe hier wieder rein. Ich weiß nicht, ob ich da zu dem will. Weil der kann krasser sein als der blöde Boss da. Wir brauchen definitiv größere Taschen. Ah, der hat bestimmt irgendwas. Irgendwas Wichtiges und Sinnvolles hat er bestimmt. Blockiert. Och nö. Ich glaube, ich muss bei dem vorbei. Jetzt wird da schon wieder so ein Schießefritze. Ich leg mal alles ab und dann schauen wir mal, ob wir den schaffen.
was der ein bisschen kann. Den testen wir jetzt mal aus. Achso. Schauen wir mal, ob wir den schaffen. Oder wir bleiben erstmal hier. Ich weiß halt nicht, wie kommen wir da hin? Ich denke, wir müssen hier durch. Okay, weil wir müssen hier, wir müssen bei dem vorbei. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's definitiv nicht weiter. Aber hey, hier geht's hier hin. In das Häuschen. Ah. Hier hinten rum kommen wir dahin. Ja gut, ich habe Keramik dabei, wurscht. Falls ich sterbe, Tür zu. Okay, der one-hitted mich. Krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Also, ich kann den aber anscheinend schleichen. So wie es ausschaut. Kann man den ein bisschen umgehen. Genau, seh mich mal. Ich komme mal ein bisschen weiter runter mit dir. So. Boah, also der war krass unterwegs. Zack. Aber der sieht einen nicht, so wie es ausschaut. Das heißt, ich kann jetzt hier rein. So. Ich kann jetzt hier rein. Und kann den umschleichen. Und dann, wenn ich den umschlichen habe. Also ich muss dem hinterherlaufen, glaube ich. So, hat geklappt. Dann kann ich mir den anderen Weg hier frei machen. So, dann muss ich da erstmal nicht mehr rein. Den Weg mache ich mir kurz direkt frei. So. So. Tür wieder zu. Und hier ist der Turm. Guck mal. Zack. Und wir sind kurz davor, dass wir Ding hinbekommen. Den so dauerhaft ausschalten.
der Fortbewegung? Er findet den Kompass. Ah, okay. Schauen wir mal, ob wir hier durchkommen und die Abkürzung freimachen können. Na gut. Hier ist ein Lagerfeuer. Nein, nein, nein. Nur anzünden. Ich glaube, Interaktion, Tor öffnen. Ja, können wir. Dann haben wir hier auch schon mal einen Weg. Gefunden. Gut. Wir brauchen noch ein paar Stiefelchen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier rüber mal dahin. Da war ja noch Stuff, was uns interessiert hat. Holzen wir auch das Häuschen hier ab. Machen uns den Weg frei. Gut. Zack. So. Klappt ja. Ich muss noch... Ach, da muss ich jetzt dann auch noch gleich durch. Aber wie komme ich denn da hin? Ach, wenn ich von der Seite aufmache? Evakuierungszone. Ja, machen wir gleich. Jetzt kloppe ich das hier noch weg. Die zwei Häuser hier mache ich schnell noch. Und dann... Gucken wir mal. Schon wieder fast voll. Unser Inventar. Daher nicht schlimm. Eieiei, wie viel ich mitnehmen kann. Stoff brauche ich auch noch. So. Leder, da müssen wir eigentlich nochmal zurück in den Wald und das mit den komischen Wölfen da anlegen. Die echt krass waren. Für den Rucksack plus 3. Oh, jetzt gehen wir erstmal her. Schmeißen erstmal alles wieder rein. So. Geht wieder hierher. So. Dann haben wir. Hier gerade nichts, was mich interessieren würde. So. Ich lass mal da oben in Ruhe. Nein, ich will durch die Tür und dann will ich zumachen. Dann gehen wir mal darüber. Schauen uns da drüben mal an, ob wir das Tor auch von der Seite auch öffnen können. Oder ob wir hier wieder außen rum müssen. Nö, das können wir hier. Tor öffnen. Das Puffer verwickelt, bis die Relais aktiviert werden. Scanne nach Relais. Okay. Ich sollte wohl losziehen und diese Relais aktivieren. Aha. Losziehen, Relais aktivieren. Abgeschlossen, ich brauche Experten, Dietrich. Alter! Da komme ich gar nicht rein, okay.
Achte drauf. Danke. Hui. Mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass du da kommst. Zack. Gehen wir mal hier rein. Herstellen. Ah, guck mal, hier kann ich Zeug herstellen ohne. Oh, warte mal. Ja, ich mache das Wurfmesser besser. Ohne, dass ich ans Lagerfeuer muss. Was ja echt schon mal gut ist. So, wir hauen erstmal wieder alles kaputt. Ah, Gott sei Dank, die sind leer. Hätte sonst nie... Wie soll ich denn da reinkommen? Also ich glaube, die Kisten sind absichtlich nicht erreichbar. Weil... Wie soll ich da rankommen? Gar nicht. Na, guck mal, die kann ich auch kaputt hauen. Gummi! Nice. Blockiert. Sag ich ja. Gummi, das ist nice. Gummi ist nice. Das heißt, ich krieg vielleicht doch noch meine Brechstange hoch. Nee, nicht ans Feuer setzen, nicht ans Feuer setzen! Egal. Verbände. Oh ja. Ich glaube, das kann ich sogar nochmal upgraden. Wir haben für echt viel freigeschalten. Stoßdämpfer. Keramik. Jetzt haben wir genug Keramik hier erstmal. Zack, auch mit dran. Angelrute? Ja, komm. Da ist unsere Stufe noch zu niedrig. Sichel? Komm, ran damit. Ich wollte mich eigentlich nicht ans Feuer stellen. Warte mal, ein was gesagt, da kann ich noch. Achso, weil ich es noch nicht angeschaut habe. So. Ausrüstung verbessern. Verbände kann ich direkt verbessern. Gut. Naja, ich wollte mich zwar nicht ans Feuerchen setzen, aber jetzt haben wir uns ans Feuerchen gesetzt. Ist jetzt nicht schlimm. So, gehen wir wieder da rein. Nehmen das schnell mit. Aber nice, ich habe Gummi. Gummi, Gummi, Gummi ist wirklich nice. Wie soll man denn die zeitversiegelte Tür bekommen? Gummi ist gut. Wenn ich jetzt Gummi abbauen kann, oder Gummi machen kann, nur schauen, wo so ein bisschen Gummi rumliegt. Das ist auch nur so eine Tür. Hier ist Wasser. Achso. Sichel. Oh. Ich weiß nicht, wie ich angeln kann. Machen wir erstmal schnell außen rum hier. Dann gehen wir mal rein. Na, guck mal, hier sind wieder Eier. Nehme ich mit, auch wenn es lila ist. Uns ist halt nicht, bis die Wolken wieder lila sind, sondern bis die Eier wieder lila sind. Experten-Dietrich. Okay, da kommen wir rein. Nein. Ich ziehe erstmal den einen raus. So. Fehlt uns nicht mehr viel bis auf Level 7. Was schon mal echt.
gut ist. Ganz wenig fehlt uns noch. Auch Experten Dietrich. Und auch vielleicht innen dann. Dann können wir den blöden Sender nicht herstellen. Weg, 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 weg. Und schon wieder voll. Da, das müssen wir gleich auch mit abbauen. Kriegen wir nochmal Gummi. So, Material einlagern. Nicht sonst Feuer setzen. Aber in der ersten Stadt waren doch auch so viele Rollen. Die konnte ich doch da nicht abbauen. Hab ich doch drauf gehauen. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Gummi. Nein. Nein, ich will erst raus. Dann machen wir die Tür zu. So, schauen, wo ich den Gummi dann noch herbekomme. Haben wir nicht auch noch nicht alles abgebaut? Okay, hier gibt's nichts Sonstiges. Im Haus haben wir eigentlich alles abgebaut, soweit. Hier hinten ist... Ah! Wann kommt da ein Rest? Vor 210 Sekunden abgeschlossen. Ah, schade. Ich bringe mich mal schnell da durch. Ich darf nur nicht wieder zu den Kollegen rein. Der tut weh, haben wir festgestellt. Level 7. Genau das, was wir brauchen. Erfindung Naturbursche. Aha. Eisbänder. Werkzeug für Verbindungstürme, genau. Wenn wir den, wenn wir das jetzt halt machen, ich hoffe, wir haben dafür alles, weil wir echt schon viel Elektronik und alles her gesammelt haben, dass wir die Verbindungstürme dann mal abschalten können. Verzehre essbare EP durch alles. Ja, EP durch alles, das klingt gut. Eisen! Ist die Mana, wenn man mögliche Sender wird, wie etwa ermöglicht es dir Mana-Perlen zu bekommen. Eisen brauche ich. So, ich würde aber sagen, wir machen jetzt auch dann Schluss für heute. Haben wir jetzt lang gestreamt. Schauen wir mal, Gesamtfortschritt, wie schaut es hier aus? Oh. Ah, jetzt kann ich auch Koop machen. Ah. Spieler 1. Machst du jetzt gleich noch? Ich werde jetzt dann, glaube ich, noch was essen und dann ja.